Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Ich bin müde, ich möchte gar nicht wach sein, aber es ist der letzte Arbeitstag diese Woche. Ist das nicht großartig? Das ist doch genial, oder? Das ist, wie soll ich sagen, eine ziemlich kurze Woche. Morgen übermorgen habe ich frei. Morgen geht's nach Dresden. Samstag komme ich zurück. Schön. Ein kleiner Ausflug in das hoffentlich nicht allzu heiße Sachsen, aber ich glaube, das wird ziemlich warm, zumindest am Donnerstag und ein Teil vom Freitag. Das sind irgendwie um die 30 Grad. Stand gestern. Heute habe ich noch nicht geschaut, aber wir gucken einfach mal. Jetzt geht es gleich erstmal ins Büro und dann gucken wir mal, wie es heute wird. Gestern war ein ganz angenehmer Tag, viele Termine wieder, viel geredet, viel zugehört, ein paar Sachen zusammen bearbeitet. Ja, war ein angenehmer Tag. Hat ein bisschen länger gedauert, der Arbeitstag, als ich dachte. Ich wollte eigentlich um 15:30 raus, hat aber nicht ganz geklappt. Irgendwann um 15:50 bin ich dann gegangen. Waren noch zwei, drei Sachen zu besprechen. Und ja, dann habe ich hier so um 16:30 mit Subnautica angefangen. Habe weiter meine Unterwasserbasis gebaut am Baum des Lebens und habe jetzt auch ein Parkhaus für meine Seemotte da eingerichtet. Und dieses Parkhaus oder dieses Trockendock oder wie auch immer das heißt, mir fällt es gerade nicht ein, wird von einer von einem Wärmekraftwerk versorgt. Und da werden wir uns demnächst mal ein bisschen umschauen. Demnächst heißt heute, denn heute ist der vorletzte Stream diese Woche. Mal gucken, was wir heute machen. Ich habe alles Mögliche an Pflanzen mit runtergebracht. Und ja. Das wächst und gedeiht da jetzt. Da muss ich vielleicht noch ein bisschen umtopfen, umpflanzen, dass ich alles genügend habe. Und dann schauen wir mal, was wir heute so machen. Meine Basis noch ein bisschen ausbauen und dann vielleicht Materialien sammeln gehen. Mit der Seemotte bis 900 Metern und mit dem Krebs unter 900 Meter. Ich glaube, der kann bis 1300 mittlerweile. Und dann brauche ich Mats, damit ich meinen Zyklop auch nicht nur auf 1003, sondern auf 1,5 oder so kriege oder 1,8. Ich weiß gar nicht, wie tief der Zyklop am Ende tauchen kann. Aber das finden wir dann vielleicht heute Nachmittag alles raus. 16:30 bis 19 Uhr. Heute Abend gucke ich zusammen mit dem Puff ein bisschen Boston Legal. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, ist schon eine Weile her, dass wir die letzte Folge geguckt haben. Und dann werde ich meinen Koffer packen. Und dann geht es morgen, wie gesagt, mit dem Nahverkehr nach Dresden. Etwa 4 Stunden Fahrzeit mit fünfmal umsteigen oder so. Wir schauen mal, wie das wird. Ich hoffe, die Anschlusszüge werden immer erreicht. Wenn nicht, kommt das ganze Konstrukt vielleicht ein bisschen ins Wanken. Aber ich werde natürlich dann berichten. Ja. Dann wanke ich jetzt mal ins Büro. So wach wie ich bin, naja, einigermaßen wach. Hol mir vielleicht unten noch was zu trinken. War eigentlich eine Idee, glaube ich. Und dann schauen wir mal, was der Tag so mit sich bringt. Boah, ich hätte echt, glaube ich, noch 1, 2 Stunden liegen können. Naja, jetzt bin ich wach, jetzt lohnt sich's auch nicht mehr. Ich wünsche euch was, habt einen schönen Mittwoch, ein schönes Bergfest und vielleicht bis später beim Stream oder dann morgen früh beim nächsten täglichen Vlog. Boah, das ist es. Mehr habe ich nicht. Adieu.